Du fragst sie, ist es Sadaqa, Jariya, wenn man für Wissen spendet? Warum ist Wissen das Gewaltigste in unserer Religion? Warum? Wer sind die besten Menschen? Frage ich mal so. Wer sind die besten, geehrtesten Menschen bei Allah? Antwort. Ich will Antworten sehen. Wer sind die geehrtesten und besten und beliebtesten Menschen bei Allah? Eine bestimmte Gruppe von Menschen. Welche? Sahaba? Ja, Khan, noch höher. Er ist ja noch höher. Wo seid ihr? Noch höher. Wer ist denn noch höher als Sahaba? Genau, Murat. Die Propheten. Firdaus unser Ziel, die Propheten. Sehr gut. Wer sind die Erben der Propheten? Wie heißt, was steht im Hadith? Wer erbt die Propheten? Stolze Muslime, Gelehrten. Genau. Und wie wird man Gelehrte? Indem man lernt. Also spendest du für das Wissen, Sadaqa Jariya, spendest du für das Gewaltigste überhaupt in der Religion. Das erste, was herabgesandt wurde, Koranfrage. Ha, weiß jeder, oder nicht? Boxgirl Berlin. Genau, Propheten. Gelehrten sind die Erben der Propheten. Die Gefährten sind natürlich die ersten Gelehrten, aber sie sind keine Propheten. Also ist das Edelste und Gigantischste und Gewaltigste in unserer Religion das Wissen. Und wenn du spendest dafür, dass jemand wissend wird, oder für eine Uni, für eine Schule, für ein, ich weiß nicht, etwas, wo man Wissen spendet, wo man Wissen erlernen kann, gibst du es an einem Ort ab, der unglaublich heftig belohnt wird. Genau, Iqra ist als erstes herabgesandt worden. Doch nicht umsonst. Wir sind die Umma von Iqra, die Umma der, die liest. Nur wir lesen halt leider nicht. Okay? Also Wissen ist das Gigantischste überhaupt in unserer Religion. Nichts funktioniert außer Wissen. Jede Sache funktioniert nur mit Wissen. Dieses Handy funktioniert nur, wenn du dich auskennst. Einstellungen, das ist Wissen. Dein Staubsauger sogar funktioniert nur, wenn du weißt, wie baue ich den zusammen, wie, welchen Knopf drücke ich. Alles funktioniert nur mit Wissen. Ja, genau, M1, leider. Und deswegen, und hier mache ich auch Schleichwerbung, Islamstudium. Ich gehöre zu den Mentoren von Islamstudium. Wir brauchen Spenden. Die Seite ist neu. Wir wollen sie so professionell wie möglich gestalten und wir brauchen eure Hilfe. Ich setze mich hier hin, stelle mich hier hin vor euch und bettle für das Wissen, dass ihr, wir diese Plattform nach vorne bringen. Warum? Wir wollen in deutsche Dauer einführen, dass die Laien einen Mentor bekommen. Laie ist keine Beleidigung. Dass der Laie mit einem Mentor lernt und keine Selbststudium macht und dann am Ende Fatawa raushaut, die katastrophal sind. Und ihr wisst, wovon ich rede. In YouTube, in Moscheen reden Leute, die keine Befugnis haben und nicht reden dürfen und einen auf Sheikh machen, um es hart zu sagen, obwohl er nie bei irgendeinem oder irgendwo mal eine Uni von ihnen gesehen hat, noch auf der Reise war, um Wissen zu streben. Er saß zu Hause, hat drei Seminare besucht und macht einen Kanal auf und redet über die Religion. Er wird gefragt und gibt Antwort ohne Wissen. Und das ist schlimm. Und deswegen will Islamstudium die Geschwister ausbilden mit einem Lehrer. Ihr kennt alle Sheikh Fabian Lawrence, ist auch ein Mentor dort. Sheikh Ayman Daly kennt ihr auch. Meine Wenigkeit ist auch dabei. Für die Schwestern, die Schwester Maida, könnt ihr auch als Mentor alle buchen. Und er geht mit dir dann den Weg des Wissens. Und soweit ich weiß, brauchen wir auch Spenden, um die Seite zu optimieren. Ich glaube, in der Story hat es der Admin auch gesagt.